Herzlich willkommen zu Urgestein FM, Ausgabe Nummer 3, zusammen mit Markus Leitner und Marc Scheret. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen Pre-Show und Besprechung gehabt und da kommen wir dann auch gleich aufs erste Thema, keine Sorge. Jedenfalls ist es so, wir hatten aus einem Grund hier ganz viele Kinder im Studio rumspringen und ich musste jetzt erstmal die Technik wieder auseinandernehmen, beziehungsweise hier verschiedene Knöpfe testen. Aber ich denke, man hört mich. Ja, man hört dich jetzt gut. Okay, ich halte meinen Kopfhörer so auf. Ja, passt. Gut, wir lassen das jetzt alles in der Sendung drinnen. So ein bisschen behind the scenes ist auch unsere Kultur. Genau, ja, dann würde ich sagen, geh mal Gas, Markus, wie schaut's aus? Ja, also ich bin bereit, wenn du jetzt alle Knöpfe, die Kinder wahllos gedrückt haben, wieder retour gedrückt hast, passt also, ja. Ja, du hast mich vorher gefragt, warum die Kinder wissen, welche Knöpfe sie drücken können und ich dann nicht weiß, welche ich. Genau. Ja, das ist halt, die Kinder drücken halt wahllos einen Knopf. Aber du solltest doch so eins sein mit deinem Equipment, dass du weißt, auf einen Blick so, ja, genau das muss ich drücken. Ich bin erstmal lieber eins mit mir selber. Okay, auch gut. Lass ihn mal so stehen. Und dann verstehe ich mein Equipment in dem Prozess. Also nicht, es ist nicht so, ich verstehe sofort mein Equipment, sondern es ist ein Prozess, bis ich mein Equipment wieder verstehe. Ja, hast schon lange nicht mehr angegriffen, ne? Schaut so aus. Gut, ja, wir wollten mit euch allen ein bisschen teilen, was bei der Firma Urgestein und ihrer Talente so abgeht. Wir haben viel erlebt. Einiges mitgemacht. Ja, in der Tat. Ich spüre es noch. Ja, ich auch. Wir fangen am besten an mit Dingen, die passiert sind, seitdem wir das letzte Mal gesprochen hatten. Yes. Fangen wir an mit einem Film, den wir ausgeliefert haben für die Firma Krause. Genau, ja. Wir nennen ihn intern Azubi-Kulturfilm. Die Geschichte, die drinnen erzählt wird in diesem kurzen Film, ist: Azubis stellen sich vor, wie sie in der Firma gekommen sind, was sie bewegt hat, überhaupt den Beruf zu versuchen zu lernen. Ja. Und ja, was sie sich für eine Zukunftschance ausrechnen, so ungefähr auch. Genau, und warum es eigentlich die Firma Krause ist und was das Besondere an der Firma Krause ist, warum sie es dort eigentlich durchziehen. Ja, genau. Was ich insgesamt eine super charmante Idee finde, ja, dass man da auf seine zukünftigen Azubis mit auf diese Art und Weise zugeht, mhm, und den Dialog auf die Art und Weise sucht und ihnen die Hand reicht und sagt, schau, wir sind auf den Medien, wo ihr auch unterwegs seid. Genau, und auch neue Azubis quasi dadurch bewirbt, wenn man einfach sagen kann, hey, ich habe Azubis, die sind eigentlich relativ glücklich da und die finden es eigentlich relativ spannend. Weil, wie gesagt, wenn das ein Geschäftsführer erzählt, kann ich viel erzählen. Ja. Aber wenn das meine Lehrlinge quasi in dem Sinn jetzt selber erzählen und sagen, hey, das ist eigentlich ganz cool hier zu arbeiten und das hat die und die Vorteile, ja, glaube ich, macht das schon mehr Sinn. Das sehe ich ganz genauso. Und ja, ist ein wirklich tolles Projekt. Hat mir auch riesigen Spaß gemacht, das zu filmen und die Leute zu interviewen und ins Gespräch zu kommen mit den Azubis. Mhm. Auch mit dem Leiter, mit dem Ausbildungsleiter, ja, und mit der Geschäftsführerin Denise. Herzliche Grüße an der Stelle an dich, Denise. Vielen Dank für den Auftrag. Ja. Und war echt ist immer noch ein cooles Projekt, weil wir machen auch ein bisschen Social Media Betreuung, weil es ist immer so, viele produzieren einen Film und geben den dann ab und dann war es das. Genau, ja. Und wir Auftrag denken, erledigt, danke, ja, wieder schon. Und unsere Firma Urgestein denkt, wie wir es letztens schon mit dem angesprochen haben, mittelfristig und nachhaltig. Und das Thema Mittelfristigkeit ist halt, jetzt haben wir den Film produziert, jetzt geht es halt darum, wie kriegen wir ihn raus. Und auch da kennen wir uns aus, wie kriegen wir ihn an die Leute zielgruppengerecht. Und wir spielen das halt über verschiedene Kanäle. Genau, ja. Einer ist natürlich Facebook, wie kann es anders sein? Ja. Genau, den haben wir bespielt und machen da jetzt auch eine Kampagne, eben nicht nur den Film posten, sondern eben ein bisschen Budget dahinter, damit der auch verteilt wird, ja, und dann eine Story draus posten, nochmal am Tag drauf und so weiter und so fort. Also da machen wir dann noch eine Nachbetreuung auch zu dem Thema und dann werden wir in dieser Woche
Ich kann euch gerade nicht sagen, welche Kalenderwoche es ist, weil sie gerade angefangen ist. Ich schau mal nach, reden mal weiter. Genau. Na, jedenfalls ist es eben so, dass es wie ein Projekt, auf sowas sind wir total stolz, dass wir das machen dürfen und dass ich da oder dass wir alle unsere Filmskills einbringen können und ja, gleichzeitig noch Mehrwerte für alle schaffen, weil die Azubis können reinschauen und Leute, die mit der Firma zusammenarbeiten, sehen, wie die so ticken und was die Moral ist dort und so weiter. KW19 haben wir. Also, in der KW19 wird es so sein, ist der 12. in dieser Woche. Boah, kannst du deine Fragen nicht schneller stellen? ja, ist ein Samstag. Ihr merkt schon, der Markus ist wesentlich organisierter als ich. Ich weiß nur, wie man gute Fragen stellt. Markus ist organisiert genug, gute Antworten zu geben. Ja. Ja, auf jeden Fall seid gespannt. Abonniert vor allem auch, also liked die Krause Industrie Schaltanlage. Auf alle Fälle, ja. Facebook-Seite. Coole Firma. Und ja, seid gespannt, was da noch kommt, denn das eine, was wir jetzt bisher produziert haben, war ein Teaser, ein kurzer Film. Und jetzt kommt dann nochmal so ein bisschen mehr Details, ein bisschen mehr Hintergrund. Also das ist so die Reise. Ja. Ja, ja. Und wir haben ja das letzte Mal angesprochen, Em's Kitchen hat was zu feiern und das liegt hinter uns, diese Feier. Ja, ich hatte Eröffnungsfeier am Samstag. War relativ spannend, weil wir hatten, vielleicht sollten wir der Reihe nachgehen. Ja. Weil dann ergibt das Ganze auch Sinn, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ha, ja, aber dann muss ja ich schon wieder reden, oder wie? Ich wollte jetzt dir mal die Bühne geben. Ja, ich weiß schon, nee, aber ich glaube, es ist chronologisch besser aufgerollt, weil dann macht das Ganze überhaupt mehr Sinn. Ja, wir haben dann in der gleichen letzten Woche, KW18, ja, haben wir das Material für einen Auftrag zusammenbekommen, um das zu liefern und zu installieren. Es geht um Lichter. Es geht um eine Bühne, genau. Es geht um eine, genau, eine permanente Fixinstallation von Lichtern in einem öffentlichen Veranstaltungsraum sozusagen. Ja, genau. Genau, und da sind wir diese Woche, also da haben wir in der letzten Woche eben Vollgas gegeben und haben die Lichter installiert und dann sind wir im Dialog drauf gekommen, dass sie sehr stark blenden und andere Faktoren und dann haben wir halt entschieden, okay, dann setzen wir sie halt 2 Meter nach vorne. Genau, ja. Und jetzt kommt auch so ein bisschen quasi Teil dessen, was Firma Urgestein ausmacht oder eigentlich, sage ich mal, jetzt uns beide. Ja. So wie wir halt aufgewachsen sind, wie wir die Welt erlebt haben. Genau, wir haben den Auftrag angenommen, haben gesagt, ja cool, wir hängen da die Lichter hin, wir machen, verlegen dann gleich den Strom zum Sicherungskasten, damit der Elektriker das anschließen kann. Sind dann doch am Donnerstag, glaube ich, waren wir bis 2 in der oder 2:30 in der Früh, waren wir dann da drinnen, ja, weil wir die Lichter dann eben die 2 Meter weiter nach vorne versetzt haben, die Kabelkanäle gesetzt, dann die Leitungen, die dort waren, einfach neu in den schönen Kabelkanal gelegt, damit das halt einfach alles sauber ausschaut und einfach alles passt und das war. Und die halt Funktion auch gewährleistet ist, weil wir dann eben wissen, okay, die und die Lichter sind auf Phase 1, die auf Phase 2, die auf Phase 3. Genau, weil du kannst die Lichter zwar installieren, sagst so, danke, wiederschauen, ich habe meinen Teil erledigt, dann wird es irgendwo im Sicherungskasten drangeschlossen und dann fallen die Lichter aus, weil sie alle an einer Phase hängen zum Beispiel. Ja, und dann heißt es ja, Firma Urgestein macht nur Blödsinn und die machen nur halbe Sachen. Ja, was man auch quasi im ersten Moment, wo sie recht hätten mit der Behauptung dann zu klar, dem Zeitpunkt. Klar, absolut. Weil das ist alles, was ich sehe, oh, die haben neue Lichter hingeschmissen, hingebaut. Das schaut zwar hübsch aus, aber wenn wir die jetzt einschalten, dann geht die Sicherung. Genau, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einfach die Kabeln zu legen und zu schauen, dass ich wirklich für die Lampen 3 Kabeln habe, für jede Phase 1 Kabel, dass ein Elektriker kommt und das dann wirklich auf eine Phase jeweils eine Sicherung hängt, damit wir einfach sagen können, das ist installiert, wir wissen, das funktioniert, egal was ihr macht. Auch so, wie wir es empfehlen, weil ja, wir wissen natürlich, wie die Leistungsaufnahme ist, wir wissen den Einschaltstrom von den Lichtern und so weiter und so fort. Genau, ja. Und wir haben auch die Ausfallszenarien, wenn jetzt eine Phase fliegt, dann ist in dem Fall halt zwar nur noch die Hälfte beleuchtet, aber es ist immerhin noch beleuchtet, wenn eine Phase fällt. Genau, und die Lichter sind auch so angeschlossen, dass jetzt nicht zum Beispiel links eine Phase, Mitte eine Phase und rechts eine Phase, sondern wir haben die wirklich auf 3 Phasen aufgeteilt. Also das heißt, in jedem Bereich brennt immer irgendwo ein Licht, also dir fällt immer nur von einer Phase ein Licht aus. Ja. Und ja, also das ist mehr oder minder auch so die Erfahrung aus dem Lichtdesign und aus dem, was der Markus auch an Elektrik schon in der Vergangenheit so gemacht hat. Ja. Da ist einfach drin in der Thematik.
Und da hat sich für uns einfach herausgestellt, ja, es war jetzt nicht unbedingt Teil des Auftrags. Eigentlich nicht, nein. Und es wäre auch mehr oder minder eigentlich nicht unbedingt Unternehmensgegenstand der Firma Urgestein, richtig, zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Haustechnikinstallation. Wo man sagen muss, bei anderen Firmen lässt du das sowieso einen Elektriker machen, aber wir kannten einfach diese Leute, ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, da wissen wir, da können wir das machen. Die, ja, ja. Und wir machen das ja auch sauber und Elektriker hat ja auch drüber geschaut, ja, und der hat auch das okay gegeben. Genau, der hat es ja durchgemessen und nochmal geprüft, dass alles auch seine Richtigkeit hat. Und ja, da möchte ich halt, da komme ich eben drauf zu sprechen, was sich jetzt für viele quasi sehr technisch vielleicht auch anhören mag und dann versteht man es nicht, möchte ich einfach nochmal runterbrechen auf die Moral sozusagen, die, ja, wir oder was uns halt antreibt, die Werte, die uns halt antreiben, ist quasi, egal was wir anpacken, egal was wir sehen, wir glauben wirklich und verstehen, dass jeder von uns den bestmöglichen Job machen möchte und machen wird, mhm, mit dem, was er aktuell weiß, mit seinen jetzigen Fähigkeiten und den verfügbaren Ressourcen innerhalb dieser Situation. Genau, ja, richtig. Und da komme ich, also das ist quasi runtergebrochen, wir wollen einfach unser Bestes geben, ja, und wir schauen jetzt nicht immer drauf, natürlich, die Uhr läuft, ist schon klar, ja, und natürlich hält uns das auch von anderen Kundenaufträgen zu dem Zeitpunkt dann eben, ja, ab. Ja, klar. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal auf was, ja, zu sprechen. Ja, ja, klar. Ja, und zum Beispiel, wenn wir, und das ist quasi tief in uns eingebaut, wir wollen das Beste geben, wir wollen, dass es einfach gut wird, dass es danach wirklich funktioniert. Im Endeffekt, in Mundart sagt man, gescheit oder gar nicht. Das stimmt, ja. Und genau, nach dem Motto arbeiten wir, wo wir sagen, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Ja. Oder wir lassen es gleich bleiben. Ja, tatsächlich. In dem Fall lassen wir es halt nicht bleiben, sondern packen halt an. Ja, und zwar Vollgas. Also wir haben bedeutend mehr Aufwand reingesteckt. Und was mir dann auch aufgefallen ist, wir hatten quasi Werkzeug zur Verfügung. Oder ich meine, wir hatten unser Werkzeug dabei, du hattest dein Werkzeug dabei. Yeah. Wir hatten dort noch einen Bohrer vorgefunden für Holz. Aber das sind halt so 20 cm breite Sparren und damit jetzt mit einem normalen Holzbohrer rein, das dauert halt einfach und du verausgabst dich. Und außerdem habe ich festgestellt, dass der schon mehr oder minder stumpf war. Ja, genau. Und dann ist halt meine Art und Weise, da ranzugehen, zu sagen, ja gut, dann kaufe ich halt jetzt auch das probate Mittel, nämlich wirklich einen vernünftigen Bohrer, der genau für diesen Zweck gebaut wurde. Ja. Und bin halt dann einfach kurz entschlossen losgezogen und habe mir extra noch einen 45 cm langen Bohrer geholt, der genau eben für diesen Zweck gebaut wurde. Und danach war, also mit diesem Bohrer war das dann wie Butter durch dieses breite Holz durch und ja, war halt klar, der Spaß einfach. Es hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Jetzt müssen wir nur mehr am gerade Bohren üben. Ja. Ging ja nicht immer ganz, es ist schon gelungen, aber... Ja, natürlich. Ich bin jetzt von Haus aus nicht unbedingt der Handwerker. Also ja, ich bin mehr so der Konzeptmensch, der die Dinge von vorne weg durchdenkt und plant und auch gerne umsetzt und Hand dann tatkräftig mit angreift, ja, nach besten Fähigkeiten. Ja, klar. Und die sind halt jetzt im handwerklichen Bereich nicht die, ja, stärksten. Gut, aber mit dem Bohrer wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich es 100%ig gerade hingebracht hätte. Also man muss sich vorstellen, ich packe das Ding gerade mal an, das ist 45 cm lang und so eine Spindel mehr oder minder, das heißt relativ wenig Material, der Bohrer selber, und dadurch ist er halt auch so ein bisschen schwingt, hat so eine Eigenschwingung in der, ja, Form, und das Holz selber hat ja auch eine Struktur und führt den Bohrer so ein bisschen, und aus dem Grund ist es nicht immer einfach, dann gerade, hundertprozentig gerade zu bohren. Und also das, ja, klingt jetzt sicher schräg, aber es geht hier echt nur um ein paar Millimeter, die wir halt, ja, dann, ja, nicht da waren, wo wir hin wollten. Also ja, wir haben jetzt nicht quer durch den Balken irgendwo hingebohrt. Ja, sicher. Nee, ich wollte es nur dazu sagen. Ja. Also wir haben uns da nur ein paar Millimeter vertan. Ja, genau. Aber dafür schaut das ganze Ding jetzt wirklich sauber aus und das ist immer. Wir haben die Kabelkanäle getroffen. Auf beiden Seiten. Ja, so, und das ist so ein bisschen auch dann das Ergebnis quasi der Arbeit, was man dann auch wirklich, wenn man den Raum betritt, das entfaltet sich einfach, ja. All, ja, dieser Aufwand, der reingeflossen ist und die Gedanken und die Liebe zum Detail,
das entfaltet sich einfach schlagartig alles auf einmal, wenn du es anschaust. Klar, weil du kommst rein und siehst einfach, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat sich jemand Mühe gegeben, das schaut nach was aus und nicht einfach so, ja, Lampen hängen da und Kabel hängen rum, genau. Sondern da ist wirklich ein Kabelkanal dabei, da ist bei jeder Lampe eine Steckdose dabei, falls man es austauschen muss oder was auch immer. Also das ist, hat alles Hand und Stiel, Fuß. Und das siehst du halt einfach, wenn du reingehst. Ja. Und ja, so ist es. So machen wir unsere Arbeit ganz oder gar nicht. Genau. Und weil das eben so war, und das war jetzt auch nicht unbedingt geplant, das unerwartet. Also es hat keiner von uns damit gerechnet, dass wir am Donnerstag bis 2:30 in der Früh da drinnen stehen. Ja, und dann haben wir eben andere Sachen liegen lassen müssen. Leider, ja. Und da kommt jetzt das, weil der Markus hat ja da so eine Feier angesetzt und sich verausgabt mit Essen für alle, gute Speise. Ja, genau. Und da sind wir jetzt eben, weil wir gesagt haben, wir machen es ganz oder gar nicht. War ja eigentlich der Plan, ab Donnerstagmittag steige ich aus der Firma Urgestein aus bis Samstag und bereite für Ems Kitchen einfach die Sachen vor. Kauf die Sachen, hol die Sachen her. Also hol schon mal Geschirr und keine Ahnung was. Damit ich quasi dann am Samstag nur mehr die Lebensmittel zubereiten muss. Ja. War halt dann nicht so, weil Donnerstag bis 2:30 in der Früh, also eigentlich Freitag 2:30 in der Früh waren wir da drinnen. Dann Freitag haben wir auch noch ein bisschen was gemacht, bis ja. Mittag, glaube ich, weil es musste am Abend dann stehen. Genau. Musste ich noch quasi die Kabel irgendwo anklemmen, damit ich sie halt auf 3 Steckdosen verteilen konnte, damit die Lichter gehen für das Wochenende. Hast also nochmal Zeit verloren, quasi auf der anderen Seite für das, was du dann genau. veranstalten wolltest. Bin dann einkaufen gefahren am Freitag, habe mir die ganzen Zutaten gekauft und gemacht und da war es dann eh schon Mittag. Und dann habe ich eben angefangen, dann ist der Getränkelieferant noch gekommen. Dann habe ich einen Kühlschrank noch aufgestellt, die Getränke schon mal reingestellt, Kühlschrank angesteckt. Ja, du musst dazu sagen, das waren 9, 12 Kasten Getränke. Ja, so in die Richtung, also ja. Also 100 plus Flaschen. Genau, ja. Also. Und dann musste ich eben noch aufräumen, weil hier hat es ja auch ausgeschaut wie Schwein. Oh, ja. Weil wir hatten ja noch die ganzen Kartons von der Elektroinstallation hier. Ja. Dann Studio generell, also mein Flügel vom Gebäude, wenn ihr mal da wart, es ist halt ein ständiges Rein und Raus, ja. Ständig irgendwie auf einem Dreh oder auf Reise oder sonst irgendwo und dann kommst du mitten in der Nacht, flachst das Zeug hin, fährst ja. Am nächsten Tag gehst wieder, ja klar. Jetzt. Und das hat sich hier auch noch quasi, das ist so eine Altlast in Anführungsstrichen, ja, ja. Die einen dann wieder einholt. Ja klar und dann saugen, wischen musste ich auch noch, ein bisschen durchputzen. Hm. Das kam alles noch dazu und ja, ich habe dann im Endeffekt da war ich dann am Freitag um Mitternacht war ich dann fertig mit dem. Und Samstag um 7 in der Früh habe ich dann meinen Tag gestartet und habe im Endeffekt angefangen, die Sachen zu... Na, stimmt gar nicht. Ich habe am Freitag noch Schokomousse gemacht, weil es muss einfach ja. Über Nacht stehen, damit es fest wird. Die Mascarpone-Creme für die Tiramisu und ich habe halt für einen Tomaten-Mozzarella-Salat habe ich halt die Gurken und die Tomaten schon geschnitten, weil da wusste ich, okay, die kann ich, wenn ich Folie drüben tue ja. Und kann ich sie in den Kühlschrank stellen. Das habe ich noch geschnitten und dann habe ich halt am Samstag um 7 in der Früh quasi angefangen, die Salate zu machen, die Desserts zu machen, dann hier aufzubauen. Ich musste noch meinen Griller holen. Burgersoßen. Die Burgersoßen musste ich machen. Hast den du Salat. Alles selber gemacht, handgemacht? Ich habe die Barbecue-Soße selber gemacht, die Sour-Cream-Soße selber gemacht, die Tomaten musste ich schneiden, den Salat musste ich schneiden, Gurken musste ich schneiden. Ich habe eine Zwiebelmarmelade gemacht, klingt spannend. Erkläre ich vielleicht ein anderes Mal. Ja. Und dann musste ich eben noch den Griller holen, ich musste noch einen Schirm holen, ich brauchte noch einen Beitisch zum Griller eben. Das musste ich noch herfahren und dann habe ich, glaube ich, um 2 oder so, habe ich dann effektiv eigentlich erst angefangen. Also 14 Uhr am Nachmittag des Tages, wo um 16 Uhr die Leute kommen sollen, 2 Stunden Zeit. Dann. Genau, habe ich quasi angefangen, die Produkte, die ich produziert habe, in die Schälchen zu geben, damit sie halt fingerfoodfähig sind. Ja. Um 10 nach 4, also 16.10 Uhr, war ich komplett fertig. Das war auf meiner Seite auch so. Ich bin da mehr oder minder entspannt gewesen, weil ich wusste, ich kann mehr nicht machen. Also ich mache jetzt, was ich kann. Ja.
mitgeholfen. In dem Sinne habe ich quasi, weil ich die Licht bei dir noch Licht hingeschmissen. Ja. Und die Farbe. Ja, das war auch recht witzig, weil ich war mitten im Stress. Ich glaube, ich habe noch irgendwas geholt und dann so, der Marc so, ja, kannst du vielleicht noch so ein paar Vago-Klemmen, also so Elektrik-Klemmen nehmen, damit wir die Licht anschließen. Und ich denke mir so, was willst du von mir? Ich habe doch eh keinen Stress, ist doch eh kein Problem. Ich meine, ich habe sie dann noch geholt, ging sich noch aus. Ja, eben, und all dieses war so ein Zahnradzähne greifen ineinander und dann waren die Lichter quasi noch an und ich habe die halt noch verkabelt und dann war hier, hat es im Studio bei uns ausgeschaut wie Sau und eigentlich, also ich glaube, es war noch nie so sauber, seit wir hier eingezogen sind. Das glaube ich auch, ja. Und ja, ich fühle mich ja selber wesentlich wohler, weil quasi die Laufflächen sind jetzt frei von Unrat, in Anführungsstrichen. Genau, ja. Und gesaugt ist auch richtig tiefgehend. Und in der Zeit habe ich dann auch noch, weil wir haben zwei Displays am Laufen gehabt. Wir machen ja auch so Kundendisplays. So genau, ja. Also die Medien, die wir erstellen, werden dann eben auch auf solchen Fernsehern oder Monitoren abgespielt. Ganz vorne angefangen, wir lassen uns, wenn ein Kunde will, dass wir Medien für ihn produzieren, die auf Leinwänden oder auf Monitoren laufen, meistens einen Monitor geben, damit wir einfach sagen, okay, das ist dein Equipment, wir produzieren das. Schließen das kurz an dem Monitor an, einfach um zu sehen, okay, ist das von der Farben, passt die Qualität. Genau, einfach um das dann nachher nochmal anzupassen, damit das dann beim Kunden auch so ausschaut, wie er das gerne hätte. So, und da haben wir gerade zwei Displays im Einsatz und haben uns eben überlegt, ja, testen wir halt unsere eigenen Medien drauf. Und das Medium, wir haben einen Hochkantschirm. Ja, schaut aus wie so ein überdimensionales iPhone. Ja, genau. Und dann haben wir noch einen ganz normalen Fernseher. Querformatik und für das waren die Medien noch nicht fertig. Also und da habe ich dann eben innerhalb von, ich glaube es noch nie, so schnell habe ich noch nie einen Film zusammengesetzt und betitelt und alles. Und also dann hatte ich da noch eine halbe Stunde, aber habe mich einfach durchgepflügt und habe es gemacht und habe dann genau um 16 Uhr den USB-Stick an den Fernseher drüben angesteckt und dann diesen Film, den wir extra dafür hatten, auf Schleife laufen lassen. Ja. Und das war halt genau krasse Punktlandung, mega Punktlandung auf beiden Seiten, ohne dass man es, wir hatten es geplant, also wir hatten viele Ideen, Brainstorming und so weiter. Ich meine, das, was auf der Strecke geblieben ist, ist die kurze Rede, die wir eigentlich geplant hatten, die keine Chance mehr, ich hatte die Woche null Zeit, mich irgendwie vorzubereiten. Wir haben sogar da noch hingekriegt, eine Challenge. Die Challenge, aber auf die hast du bestanden, auf die hätte ich liebend gerne verzichtet. War eine geile Idee, danke, dass du mich durchgedrückt hast an der Stelle. Ja, aber ich sag dir, wie ich es gemacht habe, unbedingt noch. Weil es ist so, ich habe vorneweg das Ganze quasi so ein bisschen verkaufsorientiert im Kopf gehabt, dass der Markus halt wirklich nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt. Das war halt mehr oder minder so als Partner im Geschäft, in Anführungsstrichen, die wichtige Komponente meinerseits. Und da hatten wir halt alles mögliche an Ideen, wie wir das hinkriegen und alles perfekt vorbereitet und dies und das war der Wunsch. Ja. Und dann kam es halt nicht dazu. Und eine der Ideen, die erzähle ich euch jetzt nicht, weil das werden wir uns noch aufbehalten. Ja, aber mir war es wichtig, dass die Leute irgendeine Art Interaktion, irgendeine Art echtes Ems Kitchen Feeling in irgendeiner Form bekommen. Okay, ja. Und damit man einfach nicht nur die Räumlichkeiten sieht, von denen die meisten sowieso begeistert sind über die Maßen. Ja, das und stimmt. Und das für die meisten schon genug wäre, in Anführungsstrichen, aber ich wollte halt unbedingt das durchdrücken, dass da halt noch irgendwas passiert und dass wir halt einfach die Leute im Anschluss nochmal hier reinbekommen in irgendeiner Form und die Leute abholen, ein bisschen sammeln und dann haben wir spontan, dann bin ich zum Markus hin, so, ich wusste, er war voll im Stress, hat innerlich eigentlich gekocht. Also ja, richtig. Im Sinne von, scheiße, ich schaff's. Ich habe um 3 auf die Uhr geschaut und ich habe gesagt, nie im Leben, im Leben nicht. Und das habe ich gemerkt, das wusste ich. Und ich wusste auch, dass er für Spielereien eigentlich überhaupt jetzt keinen Nerv hat. Und dass er, weil er halt einfach einen hohen Anspruch hat und sagt, ja, wenn ich was mache, will ich es halt vernünftig machen. Genau, ja. Und das wusste ich und bin trotzdem hin und habe gesagt, Markus, was muss ich tun, dass wir diese Idee, die ich hatte, trotzdem umsetzen können? Dann hat er gesagt, schenk mir 2 Stunden. Dann habe ich gesagt, 2 geht nicht, 1 geht. Und dann hat der Markus halt irgendwie gemerkt, okay, es ist ihm halt in Anführungsstrichen total wichtig, dass es irgendwie passiert und ist dann mit der Idee gekommen, ja, wir könnten eine Ballerschinken-Challenge machen. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was müssen wir da tun? Ja. Und dann, was braucht man an Zutaten? Und dann kam eine deiner Helferinnen und fragt, was kann ich tun? Und dann habe ich gesagt,
das. Also ich habe mehr oder minder quasi nur delegiert und hatte die Idee, habe es aber geschafft, es dir so zu kommunizieren, dass es stattfinden kann. Ja. Und dann habe ich gleich an jemanden weitergegeben, der es umgesetzt hat und die Zutaten gekauft hat. Richtig, ja. Und dann hat die Challenge auch dann stattgefunden. Ja, hat sie. Und da hatten wir auch eine Gewinnerin. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Leonie, die einen Advanced-Kochkurs gewonnen hat, weil sie nämlich 5 Pfannkuchen geschafft hat. 6, oder? 6. Also das Ding ist live, ist auf Facebook live. Ja, ihr könnt uns gerne korrigieren. Also von dem Tag, ich weiß nicht mehr wirklich viel von dem Tag, weil ich habe relativ viel geredet. Klar. Ich bin im Nachhinein draufgekommen, weil sie sagen, ja, und du hast mit der geredet und dann ich so... Habe ich das? Und dann so 2 Stunden, ja genau, da war was. Und es war, also mein Kopf war alles verschwommen. Bis oben hin, also die Woche war richtig heftig. Und ja eben, aber wir haben es halt noch geschafft, das umzusetzen, wenigstens quasi, sagen wir mal, 50% sozusagen von dem, was wir eigentlich alles im Kopf hatten. Genau, ja. Und ich habe dann eben abends auch, als mir dann einen Toast, habe ich dann noch einen Toast ausgegeben, es war mir einfach wichtig, und habe dann eben nochmal gesagt, ja Wahnsinn, was der Markus die Woche eigentlich gedrückt hat. Ja. Und was er jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden alleine quasi geschafft hat, um das Event hier zu bauen. Und dann haben wir eben da nochmal auf deinen Erfolg gebrustet. Ja. Und ja, also das war. Ja, alleine wäre es eh nicht möglich gewesen. Also ich hatte schon Familie hinter mir, die wirklich tatkräftig mitgeholfen hat und getan hat. Also ohne die wäre es auch nicht gegangen. Also ich alleine. Der einzige Sam war auch am Start. Ja. Ja. Genau, also und das sind alles so Sachen, wo da halt einfach alles noch zusammengekommen ist und alles dann doch irgendwie funktioniert hat. Ja. Und das Schöne finde ich quasi, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, wir haben so einen hohen Anspruch, der liegt bei 180-200%. Ja. Das ist unser Anspruch. Und wir setzen dann aus irgendeinem Grund bisher jedes Mal wenigstens 150% um irgendwie von dem, was Leute von uns erwarten würden, in Anführungsstrichen. Ja, sagen wir 120%. Ja, also ich will sie nicht, dass es überheblich klingt oder so, sondern weil wir sind halt einfach selber überrascht, wie viel von dem dann tatsächlich noch ankommt bei den Menschen. Auch wo wir uns eigentlich denken, boah, naja gut, das hätten wir jetzt noch machen können und das ist nicht so gut gelaufen und die Leute kommen, na und voll genial und passt und du denkst dir so, das ja, aber ich habe doch da noch nicht und ah, nee, das schaut voll gut aus, aber das kann man ja später noch oder das passt doch eh so. Und wir denken uns echt so, boah, Hilfe. Weil unser Wunsch ist es wirklich, den Leuten eine tolle Atmo zu bieten. Klar, absolut. Und alles. Und wie gesagt, Anspruch und Wunsch und irgendwie erfüllen wir den Menschen dann doch den Wunsch. Ja. Ja, und das erstaunt mich am Schluss dann doch immer wieder. Mich auch. Dass die Leute nicht nur zufrieden sind dann, sondern wirklich auch, boah, Wahnsinn. Eigentlich begeistert. Und eben. Und das macht einfach Spaß. Klar. Und wir wissen, wir geben alles, was wir können. Hm. Mehr ging halt echt einfach gar nicht. Ja, mehr ging echt nicht mehr. Das ist und ja, jetzt genau. Ja, auf jeden Fall, Party hat halt stattgefunden, war mega genial. Ich hatte reichlich zum Essen da eigentlich. Du hast für 120 Leute gekocht, oder? Also ich habe mit 120 Leuten gerechnet. Ich habe 250 Flyer verteilt, ich habe auf Facebook Werbung gemacht, YouTube ging sich leider nicht mehr aus. Stimmt, das war auch noch irgendwas. Instagram hat meine Schwester fleißig für mich Werbung gemacht, weil zu der habe ich gesagt, bitte mach meinen Instagram-Account. Mhm. Schaffe ich sowieso nicht. Und wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ja, du wolltest dahin, dass du eine Party hattest. Ja, genau. Und ich habe eben mit 120 Leuten gerechnet. Tatsächlich hier waren 60 Leute oder so. Ja. Jetzt hatte ich nicht alle auf einmal, aber. Ja, nicht alle, aber über den Tag verteilt die 60 Leute hier. War auch cool. Ja, voll. War voll genial. Ich glaube, mein Hauptproblem war einfach, dass ich in Bayern bin. Und fünfter war Maibaum aufstellen angesetzt. Stimmt. Und gegen Tradition kommst du nicht an. Klar, nee, und verstanden. In meinem Kopf war einfach 1. Mai ist Feiertag, da stellen die alle die Maibäume auf. Jetzt hatte ich das nicht mehr im Sinn, und auch nicht im Kopf. Ja. Und erst am Samstag, wie ich angefangen habe, eben hier zu produzieren, war ich kurz bei meinen Eltern und dann sehe ich also ein Riesenplakat, Maibaum aufstellen, 5.5. Dann hatte ich das im Kopf, dann dachte ich mir, okay, Surheim, ja, ist ein bisschen weiter weg, das geht schon. Ja, umso weiter ich halt dann zum Studio überall, 5.5. Aber gemessen an dem war es reichlich an Leuten, oder? Also
gemessen an dem hat es mich wieder überrascht, dass wirklich 60 Leute da waren, ja. Weil war echt cool und die, wo da waren, die waren auch voll begeistert. Ja, bestens. Ja. Total gut. Also ich habe nur positive Rück- und Nah und es ist von der Atmosphäre hat es ihnen gefallen, von den Leuten und selbst die Parkplatzsituation, wo ich große Sorgen hatte. Genau, wo wir, weil wir haben vorm Haus im Endeffekt nur drei Parkplätze. Mhm. Einen oder zwei davon habe ich verstellt mit meinem Grill. Also habe ich die Leute eigentlich alle entweder zum Möbel Reichenberger geschickt, der 50, 60 Meter. 250 Meter. 250 Meter weiter weg ist oder am Sportplatz, Sportplatz, der ungefähr dasselbe nochmal weg ist, hingeschickt habe. War überhaupt kein Problem Wahnsinn, für sie. Das war voll entspannt. Ja, und na, und ist ja kein Problem. Das bisschen Spaziergehen, das passt doch war eh. Voll und entspannt. Da hat wie gesagt, das sind alles so Themen, wo wir uns im Vorhinein Kopf machen und überlegen und nachdenken und dann sind Leute eh verständnisvoll und so weiter. Das ist einfach bestens. Also so, glaube ich, war es für alle Seiten ein tolles Event. Wir konnten es vor allen Dingen dann auch genießen. Das stimmt. Das stimmt total, genau. Wir waren jetzt nicht übermäßig dann unter Vollstrom. Na, also ich sage, ab 4 ist die Anspannung von mir weg, weil ich einfach wusste, okay, es steht alles. Ja. Ich habe mein Bestes gegeben. Das, was ich haben wollte, ist so weit gegangen. Und dann konnte ich wirklich anfangen, mich mit Leuten unterhalten, auch zu reden, da ein bisschen schauen dort. Ich meine, du bist zwar immer noch ein bisschen, weil du musst... Ja klar, du musst halt managen, dass der Laden läuft. Genau, ja. Aber im Großen und Ganzen war es dann eigentlich relativ entspannt und waren coole Gespräche, waren coole Leute da. Ja. War absolut genial, ja. Ja, mega. Und ich habe abends dann in der kurzen Nachbesprechung, die wir so hatten, wo dann der Markus auch nochmal quasi genügend Zeit hatte, seine Geschenke anzuschauen, weil du hast auch Geschenke noch und nicht bekommen. Genau, da hat mir Marc einen Gabentisch gemacht, hat da schnell einen Zettel aufgehängt. Ja. Und ich so, weil die Leute mit Geschenken gekommen sind, eben so kleine Bilder oder Wein oder Sekt oder was auch immer. Anerkennungen. Und ich bin halt, er hat halt dann gesehen, dass ich da stehe, so, wo soll ich das hin? Und er so, Party, hat es dann unter den Fernseher quasi hingestellt, hat so einen Zettel hingestellt, Gabentisch. Und somit wusste ich, okay, wenn irgendwer kommt, bitte stell es mir hier hin. Voll geil, danke. Aber das war super, dann quasi nochmal kurz so Revue passieren lassen am gleichen Tag noch, wie es so war. Und bei der Gelegenheit habe ich dann an Markus auf die Schulter geklopft und gesagt, geile Show, gut gemacht. War großer Druck, weil man nie wusste, wer wie viel kommen. Mhm. Aber da habe ich ihm dann eben auch gesagt, einer von uns muss in dem Zusammenhang der Pionier sein. Ja. Einer muss es einfach machen. Ja, genau. Und da hat der Markus mehr oder minder mit seiner großartigen Eröffnung wirklich ein tolles Beispiel geliefert, wie man es machen kann. Mhm. Auch unter Nicht-Idealbedingungen. Ja. Und für euch zur Info, falls ihr noch zuhört, liebe Urgestein.fm-Hörer, Firma Urgestein wird auch noch eine Eröffnung feiern. Ja, wir haben noch keinen Termin. Nein. Wir haben auch noch keinen Plan. Nein, haben wir auch noch nicht. Ich habe ein bisschen schon mal eine Gästeliste im Kopf, aber da wollen wir uns jetzt eben alles, was wir hier gelernt haben, nochmal genau anschauen. Ja. Und dann wollen wir das planen und richtig durchführen. Und euch auch genügend Vorlauf geben, dass klar ist, nein, an dem Abend sind wir bei Urgestein. Ja, ging bei mir relativ spontan eigentlich. Ja, total, war total cool. Also aber so in 3 Wochen haben wir es aufgestellt. Das von der Idee zum... Mit Flyer und allem designt hier noch im Haus. Und das war schon richtig krass. So ist Urgestein. Wir machen es ganz. Ja. Wir packen es an und treiben die Dinge vorwärts. Genau. Und haben jetzt heute diese Lichtinstallation noch komplett abgeschlossen, bis auf noch eine Einschulung. Nee, das stimmt nicht. Kabel. Ein Kabel. Oder 2. Genau, sagen wir mal 99%. Ja. Und das werden wir noch fertig machen die Woche. Und das war so, was bei uns passiert ist. Genau. Würde uns groß wirklich freuen, wenn ihr bei uns einfach hier auf Subscribe da irgendwo in der Ecke oder wie heißt es, abonnieren auf dem deutschen YouTube. Abonnieren, abonnieren, subscriben, was auch immer, Hauptsache ihr klickt es an. Ja, genau. Das wäre mega cool. Wenn ihr was erfahren wollt von uns, dann einfach in die Kommentare. Genau. Oder uns selber ansprechen. Ja, per PN über Facebook. Ja, und wer uns einen Auftrag erteilen will, der sucht die Telefonnummer raus. Oder schaut ins Impressum info@urgestein.de. Kommen ins Gespräch, sehr gerne.
Und ja, wir haben viel zu tun. Ja. Die Woche geht steil weiter, die nächste Woche geht auch steil weiter. Es sind 2 Termine in München, 2 Drehtermine. Ja, genau, ja. Wir haben noch ein paar Videos fertig zu machen, die liegen geblieben sind. Ja, leider. Stimmt. Ja, ja. Die müssen jetzt dann auch raus. Also. Wird sportlich. Und ja, nebenbei dann haben wir noch unsere eigenen Sachen raus, nämlich diesen Podcast. Ja. Meine lieben Leute, urgestein.fm, Folge Nummer 3 ist hier mit dem Kasten. Und wir freuen uns, wenn wir uns in einer Woche wieder hören würden. Ja, wäre cool. Bis dahin, euer Marc und euer Markus. Ciao. Ciao.